Wir haben uns lange überlegt, wie wir das beste Expeditionsmobil bauen können. Wir wollten ein Mobil, mit dem man sich wirklich auf der ganzen Welt zu Hause fühlt. Damit man einfach das Gefühl hat, man hat einen Ort, wo man sich zurückziehen kann, wo man sich wohlfühlt. Wo man richtig einfach sagt, okay, hey, ich kann ewig so weiterreisen. Das ist einfach das Bestreben, da haben wir uns ewig mit vielen Sachen, verschiedene Konstruktionsmöglichkeiten auseinandergesetzt und sind letztendlich bei der Kombination gelandet, dass wir die Hülle komplett in Holz aufbauen. Innen haben wir die Vorteile von der Fichte, die leicht ist, und außen nutzt man dann halt die Lärche, die wirklich richtig robust ist, die einfach, die ist so richtig widerstandsfähig. Ihr kennt es vielleicht von den Häusern. Bei den Häusern wird der Lärche auch schon seit Hunderten von Jahren eingesetzt. Wikingergebäude stehen an jetzt halt immer noch. Und das war der Grund, warum wir gesagt haben, wir nehmen außen die Lärche. Die hat nämlich sogar noch einen riesen Vorteil. Ihr kennt vielleicht den Punkt, Salzwasser. Salzwasser ist ja für alle Metallteile vom Fahrzeug immer problematisch. Aber früher, vor vielen hundert Jahren, haben wir schon erkannt, dass man mit Salz Holz konservieren kann. Das heißt, wir nutzen sogar noch den Zusatzeffekt vom Salz, um unsere Hülle noch langlebiger zu machen. Und das Tolle daran ist, wir haben nicht nur die Kombination mit dem Holz, sondern auch innen drinnen. Und daraus ist die Einrichtung, die Inneneinrichtung, mit mehreren Studien entstanden. Wie sitzen wir richtig rein? Wir haben eine gute Bettanordnung. Wir kommen entweder zu zweit oder auch sogar mit einer kleinen Familie. Bis hin zu maximal 6 Personen können mit dem Fahrzeug fahren. Hier kann man da unterwegs sein. Und manche wollen aber auch die Zelte nicht komplett abbrechen, sondern von unterwegs noch arbeiten. Für das ist gesorgt worden, indem wir oben Starlink drauf haben. Wir haben das System noch kombiniert mit allen Variationen, die Mastervolt bietet. Also da geschaut, dass wirklich überall in alle Bereiche Hersteller mit an Bord sind, die ganz lange Erfahrung haben. Und das spiegelt sich ja wieder, weil bereits mein Vater hat, also unsere Firma gibt es jetzt seit über 40 Jahren, sind wir auf dem Markt und wir haben schon immer Mobile gebaut. Das sind jetzt Wohnmobile gewesen, das waren sogar auf Segeljachten, haben wir ja schon viele Einbauten reingemacht, wo alles am Krumm und schiefe, runde Formen gewesen sind. Und die Erfahrung, die machen wir uns jetzt zunutze, damit wir einfach wirklich aus dem kleinen Raum, den so ein Fahrzeug bietet, das Bestmögliche rausholen können.